Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Bilder hier sehen aus Gelsenkirchen? Ein wütender, ein aufgebrachter Mob, hier sehen wir die Bilder nochmal, die offen ihren Judenhass und ihren Antisemitismus auf die Straße brüllen. Man muss auf jeden Fall feststellen, dass Antisemitismus in der Gesellschaft niemals weg war. Was wir jetzt aber auf jeden Fall feststellen müssen, ist, dass wenn die Stimmung im Nahen Osten wieder sozusagen angeheizt ist, die Jüdinnen und Juden in Deutschland konkret die Konsequenzen zu spüren bekommen. Das ist reiner Judenhass. Es waren ja Rufe, die scheiß Juden gelautet haben. Und das hat absolut nichts mit Israel-Kritik zu tun, sondern das ist klarer und purer Antisemitismus. Und der findet jetzt auf offener Straße statt. Der fand davor auch auf sozialen Netzwerken statt. Die sozialen Netzwerke heizen diese Stimmung auch noch zusätzlich an. Und Jüdinnen und Juden fühlen sich in ihrem Alltag, wenn wir solche Szenen sehen, sehr bedroht. Also wenn Sie sagen, das fand vorher auch schon im Netz statt, das ist nichts, was Sie überrascht? Dieser Antisemitismus, der in dieser Form offen auf der Straße ausgelebt wird, fand schon auch davor statt. Wir haben das gesehen bei den Querdenker-Demos, wo unglaubliche Shoah-Relativierungen stattgefunden haben, wo sich deutsche Menschen sozusagen einen Judenstern auf die Brust geklatscht haben und sich als neue Opfer darstellen. Und als jüdischer Mensch das zu sehen, das nimmt einen auf jeden Fall mit. Das sind verstörende Bilder. Mhm. Aber hier sehen wir sozusagen eine unter dem Vorwand der Israel-Kritik ausgelebten Antisemitismus. Das ist der Punkt, genau. Das heißt, Sie glauben, das ist mir schon bei Ihrer ersten Anlassung eben aufgefallen, Sie sagen oder glauben, das ist ein Vorwand, die vermeintliche Kritik an Israel. Eigentlich geht es um was anderes? Man muss sagen, dass man natürlich die israelische Regierung kritisieren kann bei den Entscheidungen, die sie trifft. Es gibt auch die sogenannte IRA-Arbeitsdefinition von der International Holocaust Remembrance Alliance, die ganz klar sagt, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und das bezieht sich auch auf Antizionismus und auf Israel-Hass. Und hier sehen wir, wenn scheiß Juden gerufen wird, dann hat das nichts mehr mit legitimer Israel-Kritik zu tun, sondern das ist klarer Hass, und der sich auf Jüdinnen und Juden richtet. Und wenn wir sehen, dass vor den Synagogen Israel-Fahnen verbrannt werden oder es Angriffe gibt auf Synagogen, wie es zum Beispiel auch in Mannheim gab, dass eine Scheibe eingeschlagen wurde oder wütende Mobs bundesweit. Das ist ganz klarer Antisemitismus, der nichts mit vermeintlicher Israel-Kritik zu tun hat. Was man noch dazu sagen muss, dass ich überhaupt den Terminus sehr spannend finde. Israel-Kritik, es gibt keine Deutschland-Kritik, keine China-Kritik, aber wenn man über Israel spricht, dann gibt es die auf einmal. Und was ich besonders schlimm finde, ist, dass Jüdinnen und Juden sich in Deutschland verantworten müssen für Entscheidungen, die die israelische Regierung trifft. Und das kann nicht sein. Diese Judenhasser, sie vermischen die israelische Regierung, sie vermischen Israelis, die sogar selbst auch sehr differenziert sozusagen die eigene Regierung beleuchten. Und sie projizieren ihre Wut und ihren Hass auf Jüdinnen und Juden in Deutschland. Ich habe Herrn Nuripur gerade beobachtet, der nickte, als Sie sagten, es gibt aber komischerweise dann keine China-Kritik sozusagen an dem Punkt. Das heißt, Sie teilen diesen Befund? Ich teile das total. Ich meine, ich bin im Iran geboren. Die iranische Regierung fährt eine hochaggressive Politik im Nahen Osten, bedroht Israel und verletzt massiv die Menschenrechte im eigenen Land. Es kommen nicht so viele Leute auf die Idee, mich die ganze Zeit zu fragen und zu adressieren, ob ich jetzt nicht gefälligst zu rechtfertigen hätte, was da passiert. Und deshalb ist das, und wenn es passiert, dann benenne ich das Rassismus. Und genauso ist das Antisemitismus. Ich habe selbst viel Kritik an dem, was Israel, die israelische Regierung macht. Netanyahu ist nicht mein Freund, das geht vielen Menschen so. Es gibt aber so eine merkwürdige rhetorische Figur, man wird es ja wohl sagen dürfen, oder man darf Israel nicht kritisieren. Natürlich darf man Israel kritisieren. Aber man darf halt nicht alles in einen Topf schmeißen und so tun, als wäre das Kritik an der Regierung Israels, während man scheiß Juden ruft. Und das ist einfach nur schlichter, ekelhafter Antisemitismus. Wir haben das Thema gestern schon einmal behandelt und hatten eine ähnliche Konstellation. Im Grunde heute eine Jüdin bei uns zu Gast, ein Muslim bei uns zu Gast. Beide hier in diesem Land lebend und Bürger dieses Landes. Deswegen auch an Sie, Herr Nuripur, die Frage, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Bilder sehen, wenn Sie diese Parolen skandiert sehen, da in Gelsenkirchen zum Beispiel? Erstens ist es unerträglich. Und ich versuche mir vorzustellen, wie es den Menschen geht dann in der Synagoge oder Menschen, die dann in diese Synagoge gehen in der Regel und woran sie das erinnert. Und die historischen Anleihen, dass die sich aufdrängen, ist ja sozusagen mehr als menschlich und verständlich. Zweitens stellt sich die Frage, wer hat denn eigentlich jetzt jenseits
des Nahostkonflikts ist an und für sich. Das ist ein Thema, über das man auch reden muss. Ja, reden wir auch gleich drüber. Aber nichts davon rechtfertigt ja diese Reaktion. Nichts davon rechtfertigt ja, dass die Leute auf die Straße gehen. Ja, zumal, wie Frau Stausel gesagt ist, wahrscheinlich damit auch nicht mal unmittelbar was zu tun hat. Ne? Richtig, und deshalb stelle ich die Frage, gibt es da eigentlich einen Trigger? Gibt es da jemanden, der versucht, sozusagen Brand zu beschleunigen? Gibt es da Leute, die da dahinter tatsächlich zündeln? Und man muss feststellen, das gibt es immer wieder. Das heißt, wie geht Ihre Antwort darauf? Also wer sind diese Leute? Das muss man sich genau angucken. Ich habe aber, wenn ich mir auch beispielsweise anschaue, wie viele türkische Nationalisten, Ultranationalisten damit unterwegs sind. Und wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel der türkische Staatspräsident in den letzten Tagen über dieses Thema redet, kriegt man doch zunehmend das Gefühl, dass das was miteinander zu tun hat und dass da sehr bewusst auch tatsächlich Stimmung geschürt wird. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie jetzt gerade der türkische Präsident über die Regierung Österreichs redet, indem er sagt, das ist alles, ihr habt Blut an euren Händen durch euer Schweigen und durch eure Solidarität mit Israel. Und wenn man dann genau hinhört, wie er das adressiert, dann könnte man meinen, da ist bewusst in Kauf genommen, dass das Menschen auch in Wien auf die Straße treibt, die dann solche Parolen rufen. Und das muss man extrem hart zurückweisen. Mhm. Frau Stausel, Sie wollten gerade. Ja, es gibt beispielsweise auch das Islamische Zentrum in Hamburg, das laut dem Verfassungsschutzbericht seit 28 Jahren beobachtet wird. Und dieses IZH, das sogenannte, das ist das Zentrum, wo Islamismus stattfindet, von wo aus Islamismus auch europaweit propagiert wird. Dem Verfassungsschutzbericht ist es sozusagen bekannt, aber wie kann das sein, dass nach wie vor in Hamburg beispielsweise Staatsverträge mit der Schura, die das IZH auch mit als Mitglied hat, nach wie vor bestehen? Und es gibt auch rechtliche Rahmen, es gibt Gesetze, und ich frage mich einfach nach wie vor, wie das sein kann, dass Antisemitismus offen ausgelebt wird, der Verfassungsschutz diese Form des auch Islamismus und der Radikalisierung beobachtet und dennoch sozusagen das Recht nicht greift. Warum und ist das IZH so? Dahinter steckt ja nicht die Türkei, sondern die Islamische Republik Iran. Und da fließen ja auch Gelder. Im Fall Hamburg jetzt. Im Falle Hamburg, der Revolutionsführer selbst ernennt sozusagen den Verantwortlichen für das IZH vor Ort. Also da muss man sich auch mal vorstellen. Wir reden über die berühmte blaue Moschee an der mindestens genauso berühmten Außenachse. Genau, und da fließen auch Gelder aus dem Iran, da kommt Personal aus dem Iran, das ist alles richtig. Und da wird dementsprechend auch die iranische Rhetorik Richtung Israel auch gepredigt. Und das ist das Mindeste, dass der Verfassungsschutz da drauf schaut. Es ist auch richtig so. Aber man muss natürlich auch darüber nachdenken, wie man dieses Säen von Hass auch tatsächlich das Handwerk legen will. Da braucht es repressive Maßnahmen, aber es braucht auch andere Angebote, es braucht auch Möglichkeiten, damit die Leute sich auch anders tatsächlich an andere Leute wenden können, also an diese Leute, die Hass sehen. Es stellt sich tatsächlich die Frage nach den politisch Handelnden. Ist es da wieder, Kevin Kühnert, dieses seltsame, verdruckste, nicht wissen wollen, wegschauen, nicht ganz genau hinschauen, wenn wir darüber reden oder auch wenn wir über diese Bilder sprechen, die Einlassungen sich anschaut dazu? Das würde ich nicht sagen. Also das besteht ja jetzt schon ein bisschen länger, dass diese Staatsverträge auch in Hamburg geschlossen wurden. Die Diskussion kennen wir woanders auch. Hinter den Staatsverträgen steht ja der Versuch, die muslimischen Gemeinden, das muslimische Leben in Deutschland in einen Rang zu heben, in dem der Staat mit diesen Gemeinden Verabredungen trifft über Feiertage und alles Mögliche, was halt in so einem Staatswesen geregelt werden muss. Wir kennen dieses Prinzip von den großen christlichen Kirchen und auch von den jüdischen Gemeinden, die uns sozusagen den Gefallen tun, unter großen Dächern organisiert zu sein. So ist aber das muslimische Leben in Deutschland nicht organisiert. Es findet in ganz vielen Moscheegemeinden statt, es findet aber auch frei statt, ohne Gemeinden. Also wenn man in Hamburg alle Gemeinden zusammennimmt, die unter dem Dach der Schura vereint sind, deckt das trotzdem nur einen Bruchteil der Musliminnen und Muslime in Hamburg tatsächlich ab. Die meisten sagen, ich will damit gar nichts zu tun haben, aus genau den genannten Gründen, weil mit IZH möchte ich überhaupt nicht zusammengebracht werden. Und das ist so ein bisschen hier der Zwiespalt, dass ich teile total die Analyse und würde die Kritik immer unterstreichen. Aber es ist eben schwierig als Politik in einer Gesellschaft, in der wir mittlerweile über 4 Millionen Musliminnen und Muslime haben, Regeln zu finden. Da geht es ja um ganz lebenspraktische Sachen. Wann dürfen Kinder aus der Schule bei hohen Feiertagen raus oder nicht raus? Das sind ja immer Sachen, die müssen geregelt sein. Und das war der Versuch, das zu machen. Und am Einzelfall entscheidet sich dann am Ende, wie praxistauglich das sozusagen ist. Und hier würde ich auch deutlich sagen, das ist ein Schritt zu weit gewesen mit dem IZH. Nochmal, Herr Schwenicke, wollen wir das nicht wissen? Warum schauen wir da nicht genauer hin? Ja, ich sehe das etwas anders als Sie, Herr Kühnert. Ich glaube schon, dass da weggeschaut wird, beziehungsweise so lange geschielt wird, bis man das Offensichtliche nicht mehr sieht. Also es gibt
leider Gottes und schrecklicherweise hiesigen Antisemitismus, der sitzt auch sehr tief und der manifestierte sich zuletzt auf schrecklichste Weise in Halle bei diesem fürchterlichen Attentat. Aber es bringt nichts, darüber hinwegzusehen und darüber hinwegzuschauen, dass der, der sich hier momentan manifestiert, mehrheitlich nicht diesen Ursprung hat. Und ich bin, ehrlich gesagt, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sehr dankbar, dass er nicht geschielt hat, sondern gesagt hat, hier haben wir es mit einem anderen Antisemitismus zu tun. Und der hat mit Muslimen, aufgeheizten Muslimen zu tun. Ich teile Ihre Einschätzung, Herr Nuripur, dass leider, was die erste Einwanderungswelle anlangt, Herr Erdogan hier leider einen ganz unseligen Einfluss auf seine Landsleute hat und da zu Radikalisierung auch anstachelt. Und natürlich ist auch, Herr Kühnert hat die Zahl genannt, die pure Anzahl der Menschen muslimischen Glaubens deutlich größer geworden in Deutschland. Seit 2000 hat es sich etwa verdoppelt. Das muss man sich vor Augen halten. Wir liegen inzwischen prozentual vor Großbritannien und nicht mehr so wahnsinnig weit hinter Frankreich. Und das sind nun beides Länder mit kolonialer Vergangenheit im arabischen und im nordafrikanischen Raum. Also das ist kein Kollektivvorwurf an gar niemanden, nur ein Hinweis darauf, dass natürlich dann das Reservoir von Leuten, die so agieren, auf fürchterlichste Weise agieren, größer werden. Da bringt es nichts, wegzuschauen. Und da bringt es auch nichts, sich das so schön zu reden, wie, es tut mir leid, seinerzeit auch Ihre Parteikollegin Katrin Göring-Eckardt, es wird ein anderes Deutschland sein, ich freue mich drauf. Nein, zur Wahrhaftigkeit gehört, ich bin für Diversität und alles wunderbar, aber zur Wahrhaftigkeit gehört, das ist auch Teil dieses neuen Deutschlands, was sie damals besprochen hat. Und darüber muss man reden dürfen, ohne sofort mit irgendeiner Keule überzogen zu werden, sonst kommen wir da nicht weiter. Denn wir können in Problemviertel fahren mit dem Impfbus und dagegen Corona impfen. Aber es gibt keinen Bus, mit dem man in Ballungszentren fahren könnte und gegen Antisemitismus impfen kann, weil die meisten sind da sehr immun, sogar gegen Argumente. Und deswegen muss man das offen ansprechen. Und nur erst dann, wenn man es offen angesprochen hat, kann man es auch offen angehen und hoffentlich ein Stück weit beheben. Also, Frau Stachosel, einmal die Keule ganz kurz, genau, dann einmal Frau Stachosel, und dann würde ich gerne einmal sozusagen Ihren Hintergrund auch mal hören, weil ich glaube, die Geschichte erzählt sehr viel. Herr Nuripur, bitte. Ich habe einen massiven Dissens jetzt, die Keulen und was meine Fraktionsvorsitzende gesagt hat und wie das mittlerweile interpretiert wird, das ist alles jetzt dahingestellt. Sie haben gerade gesagt, mehrheitlich. Und es gibt eine Studie der Universität Leipzig, ich glaube, die ist 2 oder 3 Jahre alt, die besagt, dass 60% der Befragten, und zwar querbeet, der Meinung sind, dass die Politik Israels den Palästinensern gegenüber vergleichbar sei mit der Politik des Nationalsozialismus Juden gegenüber. Was einfach nur unerträglich und eklig ist. Stimmt. 60% ist jetzt, gerade wenn die Uni Leipzig das gemacht hat, schon gar nicht darauf zurückzuführen, dass die Mehrheit derjenigen, die da zugestimmt haben, oder diese krude Theorie vertreten haben, tatsächlich Muslime sind. Dieses mehrheitliche ist falsch. Ich meinte jetzt die Bilder, nur dass wir uns nicht missverstehen, ich meine diese Bilder, die wir jetzt gesehen haben. Ja gut, die Bilder sind ja sehr offensichtlich. Die Bilder sind jetzt wegen aktueller Geschichte. Aber so offensichtlich wollen das auch nicht alles wahrnehmen. Also. Aber ich meine, ich hab selber vor 4 Jahren ein Buch geschrieben und veröffentlicht zum Thema Dschihadismus und was wir dagegen tun müssen. Und es ist offensichtlich, dass es ein gewaltiges Problem gibt. Nun ist Dschihadismus die härteste Eskalation des Islamismus und des Hasses. Aber dass wir uns alle zusammen als mit dem Schulterschluss der Demokratinnen und Demokraten dem Thema stellen müssen, ist, glaube ich, eine Binsenweisheit. Ich sofort mit. Ja. Frau Stachosel. Ja, also Sie hatten es angesprochen, Antisemitismus muss man klar benennen. Man muss auch schauen, wo Antisemitismus herkommt. Man muss dazu sagen, dass es Antisemitismus gibt von rechts, es gibt Antisemitismus von links, es gibt Antisemitismus hat viele Gesichter, ne? Aus dem islamischen Lager, eben aber auch in der Mitte der Gesellschaft, der auch mittlerweile quasi deutlich angekommen ist. Und Sie haben es auch sehr deutlich gesagt, man muss Antisemitismus benennen, um ihn bekämpfen zu können. Und ich frage mich, warum wir jedes Jahr zum 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, jedes Mal hören, nie wieder und auch Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson und dann gehen Politiker Stolpersteine putzen und ich bitte einfach darum, dass wenn wir solche Szenen und solche Bilder jetzt sehen, und das ist ja nicht das erste Mal, 2014 war das ja auch schon der Fall und es gab auch Übergriffe auf Synagogen, wie in Wuppertal beispielsweise, wo Molotow-Cocktails auf eine Synagoge geworfen wurden und es gab einen strafrechtlichen Prozess und die Tat wurde als politisches Statement oder als politisch motivierte Tat analysiert und bewertet und nicht als Antisemitismus. Und
wie gesagt, wenn man jedes Jahr nie wieder sagt, dann erwarte ich auch, dass insbesondere in diesem Jahr feiern wir eigentlich 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Mhm. Und wie kann es sein, dass dann solche Szenen auf der Straße sichtbar sind in Deutschland und Jüdinnen und Juden sich nicht sicher fühlen, in die Synagoge zu gehen, sich nicht sicher fühlen, ihren Davidstern oder ihre Kippa auf der Straße zu tragen? Und da erwarte ich von den Politikern mehr, als Stolpersteine zu putzen und sich mit Toten Jüdinnen und Juden auseinanderzusetzen, sondern in die Gegenwart zu blicken und da Antworten zu geben. Das ist das, was Deborah Feldmann vor einiger Zeit hier ansprach in der Sendung, als sie sagte, das ist alles so seltsam ritualisiert und immer so rückwärtsgewandt, aber wir kümmern uns nie um das, was gerade Gegenwart ist. Freunde, Freundinnen, die Sie in ihrem Kreis haben, was berichten die? Können Sie uns mal mitnehmen in diese Welt? Was heißt es, im Jahre 2021 Jude zu sein, jüdischer Bürger zu sein in diesem Land? Als jüdische Studierendenunion haben wir natürlich sehr viele Nachrichten von unseren Aktiven mitbekommen, die alle gesagt haben, sie fühlen eine gewisse Ohnmacht, sie fühlen eine Unsicherheit. Sie fragen sich, ob sie in Deutschland sicher sind, aber auf der anderen Seite fühlen sie sich natürlich als Teil dieser Gesellschaft. Viele in meinem Alter, ich bin auch hier geboren, ich fühle mich als Deutsche, ich fühle mich als Jüdin, ja, aber ich möchte sozusagen diese Gesellschaft mitgestalten. Und wir haben viel gehört, dass Mütter Sorge haben, ihre Kinder in jüdische Schulen gehen zu lassen oder dass man sich dreimal überlegt, ob man irgendwo seine Adresse öffentlich gemacht hat und dass man sich überlegt, welchen Weg man denn am besten nach Hause nimmt. Man guckt sich dreimal um, wer einen noch auf der Straße umgibt. Man guckt, ob man irgendwas Jüdisches an sich hat. Und das wirklich, das ist... Und das ist Realität. Und das ist heute Fakt, leider. Ich versuche es ja sozusagen auch positiv zu sehen, aber wir müssen wirklich darüber sprechen, was für ein Riesenproblem Antisemitismus in unserer Gesellschaft ist und für die Gesamtgesellschaft ist. Nochmal, wenn wir die Bilder aus Berlin sehen von den Demonstrationen, wo, ich sag mal, wütende Mobs sogar die Sicherheitskräfte und sogar auch Journalisten angreifen und da wurden sogar Böller geworfen auf Journalisten. Das ist ein Problem, was die Gesamtgesellschaft betrifft. Und der Judenhass, der manifestiert sich sehr, sehr deutlich. Aber ich frage mich, warum man noch immer sozusagen keine rechtlichen, politischen Schritte geht, um das endlich zu unterbinden. 1700 Jahre jüdisches Leben. Und wir hören so oft, Judentum in Deutschland gehört dazu. Und es ist ein Geschenk, dass wir wieder jüdisches Leben in Deutschland haben. Mhm. Aber gleichzeitig sieht die Realität von Jüdinnen und Juden leider nicht so gut aus. Herr Kühnert, ich habe Sie eingangs zitiert. Sie haben in einem anderen Kontext aber dennoch gesagt, da gibt es immer dieses dröhnende Schweigen. Es gibt bestimmte Dinge, über die wollen wir nicht sprechen. Auch jetzt in dem Zusammenhang, ihr merkt das immer, wie Leute dann auch schon zusammenzucken, wenn man sagt, da gibt's, lass uns bitte reden über muslimischen Antisemitismus. Und damit hat man nicht gesagt, dass alle Muslime Antisemiten sind, um Gottes Willen. Aber wir reden über speziell in dem Fall muslimischen Antisemitismus. Da zucken die Leute schon zusammen. Wir sind offenbar unfähig und nicht in der Lage, sowas klar zu adressieren. Woher kommt das? Das sind wir zum Teil als Gesellschaft von unterschiedlichen Seiten nicht. Und ich glaube, dass daraus diese Angst entsteht. Der Artikel im Spiegel, den ich damals geschrieben habe, auf den Sie Bezug nehmen, das war nach dem Mord an Samuel Paty, dem Lehrer in Frankreich. Genau. Der enthauptet wurde, ne? Weil er Mohammed-Karikaturen zeigte, um über Meinungsfreiheit zu sprechen. So zumindest die Begründung dieses Attentäters an der Stelle, genau. Tschetschene, glaube ich. Meine Analyse, auch nach dem, was ich in meinem linken Umfeld erlebe, ist, dass es bei vielen gar nicht an der klaren Position mangelt, sondern dass die Sorge besteht, weil wir es eben gleichzeitig auch in unserer Gesellschaft mit antimuslimischem Rassismus und anderen zu tun haben, in ein Horn zu blasen, bei dem man plötzlich Applaus von Leuten bekommt, von denen man ihn nicht bekommen will, die nämlich nicht eine differenzierte Debatte über verschiedene Spielarten von Antisemitismus mit uns führen wollen, sondern die eigentlich die alte Leier von einer biodeutschen reinen Gesellschaft uns erzählen wollen und Muslime raus und so weiter und so fort. Und ich finde das, was wir jetzt auch in diesen Tagen gerade in Israel mit dem Raketenbeschuss aus Gaza erleben, ist exemplarisch für das, was ich damals meinte. Man muss, wenn man sich klar positioniert, diese Sorge nicht haben. Denn man kann an diesem Beispiel darstellen, dass muslimischer Extremismus, dass islamistischer Terror wahllos sich gegen alle richtet, die sich dieser Weltanschauung nicht anschließen. Natürlich stehen Jüdinnen und Juden gerade im Staat Israel oder in Deutschland, wenn es um die Einrichtung geht, in besonderer Weise im Fokus und gehören deshalb auch in besonderer Weise von uns allen, aber gerade auch von Sicherheitskräften geschützt. Aber wir sehen doch bei den Qassam-Raketen, die zu Tausenden in den letzten Tagen aus Gaza fliegen. Die fliegen, das haben wir alle sehen können, auf Busse, auf Schulen, auf Wohngebäude. Und Israel ist glücklicherweise eine pluralistische Gesellschaft. Da lebt ein erheblicher Anteil von Menschen arabischen Hintergrunds oder auch säkular
säkularisierte Jüdinnen und Juden leben dort. Die kriegen das alle ab. Ein Sechstel der Raketen, die in Gaza abgeschossen werden, landen noch auf Territorium von Gaza. Das heißt, die nehmen in Kauf diese Irren, dass ihre eigenen Leute, wenn man so will, damit abgeschossen werden. Und das ist der Kern von islamistischem Terror. Der richtet sich wahllos gegen alle, die diese Auffassung einer abgeschotteten Führergesellschaft am Ende nicht teilen. Und deswegen sollte es kein Problem sein, dagegen Position zu beziehen, weil dahinter noch genügend Freifläche bleibt, um politische Differenzen anderer Form miteinander auszutragen. Und trotzdem, Herr Kühnert, habe ich den Eindruck, dass in Ihrer Klientel, sage ich mal, oder in Ihrer Entourage oder da, wo Sie politisch zu Hause sind, romantisiert wird. Markus Lanz hat dieses Wort von mir eingangs erwähnt. Was meine ich damit? Ich habe großes Verständnis, dass Parteien, die sich als links definieren, von ihrem Selbstverständnis heraus für Schwächere was übrig haben, ein Faible haben und eher auf der Seite der Schwachen stehen als auf der Seite der Starken. Und natürlich werden die Palästinenser als die Schwächeren wahrgenommen. Das sind sie real natürlich auch, in vielerlei Hinsicht, gesellschaftlich, militärisch, in vielerlei Hinsicht. So. Und das führt aber für meine Begriffe dann manchmal leider auf einen Irrweg. Also dieser eigentlich gute Ansatz zu sagen, wir setzen uns für die Schwachen ein, verleitet dann dazu, einfach Terrorismus zum Freiheitskampf zu erklären. Ich habe auch kein großes Verständnis. Entschuldigen Sie kurz, damit muss ich Sie noch mal behelligen, sonst würde es vielleicht auch Herr Lanz tun. Also ich weiß, was jetzt kommt, machen wir gleich. Es ist nicht ganz nötig, dass die Jusos, die Jugendorganisation der Fatah als Schwesternorganisation bezeichnen. Aber er hat mich jetzt gefragt, was ich damit meine. Das meine ich zum Beispiel. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, Herr Nuripur, es tut mir leid, es müssen Sie immer für Zitate hier sitzen, die andere gesagt haben. Aber wenn Frau Baerbock in ihrem ersten Post gesagt hat, da sei eine Gewaltspirale in Gang, die gebrochen werden muss. Entschuldigung, sie hat dann die Kurve gekriegt. Sie hat jetzt gesagt, Sicherheit ist Israels Staatsrecht. Moment, in dem Fall, Herr Nuripur, ist hier keine Gewaltspirale. Also der Ursprung war keine Gewaltspirale, sondern der Ursprung war ein klarer Angriff der Hamas mit Tausenden von Raketen auf Israel. Da muss ich nicht von Gewaltspirale sprechen, sondern muss ich davon sprechen, da hat jemand eine kriegerische Auseinandersetzung begonnen, auf die Israel dann in Selbstverteidigung reagiert hat. Das ist für mich der Ablauf der Dinge. Sprachlich schon nicht mit, weil eine Gewaltspirale ist nie der Beginn, sondern das, was alles danach erfolgt ist. Eben, aber indem ich Gewaltspirale sage, gehe ich über den Umstand hinweg, wer hier eigentlich zuerst gefeuert hat. Die amerikanische Administration redet die ganze Zeit von der Gewalteskalation. Sagen Sie mir jetzt mal semantisch den Unterschied. Ich verstehe den Unterschied nicht. Das habe ich gerade versucht. Der erste Tweet von Frau Baerbock ist zwei Sätze aus einer Presseerklärung, die ich geschrieben habe, die dranhängt. Und der sie sich quasi annimmt. Und ehrlich gesagt, da müssen Sie mir sagen, was da jetzt irgendwie an dieser Presseerklärung ist. Ich habe gerade versucht klarzumachen, dass ich sage, da möchte ich schon, dass klar gesagt wird, wer hat diese Auseinandersetzung begonnen. Dass danach eine Gewaltspirale und Eskalation stattfindet, das ist ehrlich gesagt banal. Aber da müssen Sie auf den Link klicken, das steht dann da. Nein, es geht darum, dass man ganz klar verurteilt, dass Terror niemals ein legitimes Mittel für Selbstverteidigung oder was auch immer ist. Und das ist nicht passiert. Doch, und selbst passiert. Wenn man später auch sagt, man möchte oder Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson, dann ist man aber nicht mal sozusagen imstande oder möchte nicht einmal U-Boot-Lieferungen nach Israel zulassen. Das ist ein klares, ja, beziehungsweise da stellt sich ein großes Fragezeichen. Und was ich sehr froh bin, dass du sie angesprochen Bitte hast. Du. Okay. Du hast die jungen gesagt, Leute unter sich. Genau. Ja. Kevin, du hast gesagt, dass man das klar benennen muss und wenn man sich klar positioniert, dann gibt es ja keine Frage und so weiter und so fort. Und leider muss ich trotzdem auch sagen, dass es SPD-Führung auch nicht gelungen ist, sich da klar zu äußern. Heiko Maas hat am Anfang auch davon gesprochen, dass quasi beide Seiten deeskalierend wirken sollen oder genauso auch Rolf der Mütze Fraktions... Nicht. Können wir genau. Rolf Mütze nicht? Ich glaube, wir haben das vorliegen. Vielleicht können wir einmal ganz kurz reinhören. Das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel für das, was Sie meinen. Ich glaube, die Kollegen haben das vorliegen. Bitte schön. Es ist beschämend, aber es ist nicht nur in der jetzigen Situation beschämend, sondern wir haben immer wieder Anschläge auf jüdische Einrichtungen. Sie waren gestern an verschiedenen Orten in Deutschland gewesen und natürlich müssen dadurch auch nochmal die Sicherheitsvorkehrungen angezogen werden. Das tun die Bundesländer. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch gegenüber der israelischen Regierung darauf hinweisen, dass es gut wäre, wenn sie möglicherweise eben doch auf Angebote einer Waffenruhe eingehen würden. Von wem kamen die Angebote für eine Waffenruhe? Hat die irgendjemand vernommen? Naja, es gibt ja keine direkten Gespräche mit der Hamas aus guten Gründen. Warum sagt er sowas?
Also, ich gehe davon aus, weil ich selber häufig genug in Interviewsituationen bin, wir haben ja hier ein Spielfeld mit mehreren Themen, die sich zwar überschneiden, aber nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Wir haben einerseits das große Thema Nahostkonflikt, wo alle mal gleich die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, da kann ich mich gar nicht drin zurechtfinden. Dann haben wir den aktuellen Vorgang, Raketenbeschuss aus Gaza, der, und da muss man ganz klar sein, jetzt auch nicht linear aus dem Nahostkonflikt folgt. Das ist eine völlig andere Veranstaltung. Und wir haben Antisemitismus in Deutschland. Der bezieht sich zwar irgendwie argumentativ da drauf, aber ist natürlich auch für sich als Phänomen zu nutzen. Ich vermute, er hat zu mehreren dieser komplexen Fragen bekommen, hat das quasi hintereinander in einer Antwort beantwortet. Und jetzt ist der Eindruck entstanden und der darf natürlich nicht entstehen und soll nicht entstehen, dass es hier eine Vermischung an dieser Stelle gäbe, dass sozusagen die israelische Regierung durch die Art ihres Handelns es in der Hand habe, ob in Deutschland Antisemitismus vor Synagogen stattfindet. Ich fliege gerade aus der Kurve rhetorisch, das kann ich nicht mitgehen, das tut mir leid. Also was er dort macht, ist, er relativiert es. Er sagt, da müssen wir aber schon auch die andere Seite sehen und so weiter. Und es ist alles andere als eine glasklare Position. Es ist ein Ausschnitt in einem Interview gewesen. Wir haben uns als Partei sehr klar, gerade vorgestern im Rahmen der Gremiensitzung, der Resolution. Sag mir noch mal ganz kurz. Aber wir haben dann auch den Anspruch, ein Stück gehört zu werden, wenn es darum geht, deeskalierend zu wirken, sich einer Zwei-Staaten-Lösung zu öffnen, Verhandlungen zu führen. Es ist eine Antwort gewesen auf eine Frage. Es geht um Waffenlieferungen. Richtig. Das ist wichtig, der Kontext. Es ist eine Frage zu den Waffenlieferungen gewesen. Das ist ja eine Frage, die in den letzten Tagen im Raum stand. Aber ob sich eigentlich Parteien in Deutschland dazu, wie sie sich dazu verhalten. Er hat sich klar im Namen der SPD dafür ausgesprochen, dass Waffenlieferungen von Deutschland an Israel natürlich, sonst ist es ein zahnloser Tiger, dass das Teil auch der Staatsräson ist, so wie es geübte Praxis seit vielen Jahren ist. Und er hat auf diese Art und Weise versucht auszudrücken, dass wir natürlich Gesprächspartner sein. Werden solche Forderungen bei Waffenlieferungen auch an Saudi-Arabien gestellt zum Beispiel? Nein, selbstverständlich werden sie das nicht. Und er hat hier auch nicht den Anspruch für die SPD formuliert. Bei Saudi-Arabien sollte man die Bedingungen schon stellen. Nicht bei Israel, Stichwort bei Saudi-Arabien ist schon. Stichwort Jemen zum Beispiel. Um es klar zu sagen, die SPD erwartet nicht, dass sich Benjamin Netanyahu oder sonst wer vor der Nutzung von Waffensystemen oder der Frage, wie man sich verteidigungspolitisch aufstellt, weder bei der SPD noch bei der deutschen Bundesregierung meldet. Wobei soll denn Deutschland dann mitreden? Was meint er damit? Naja, Deutschland ist natürlich in verschiedenen internationalen Formaten mit eingebunden. Aber im Rahmen der Klimagespräche und Ähnlichem ist das ja der Fall. Wir haben dann auch den Anspruch, ein Stück weit gehört zu werden, wenn es darum geht, Zwei-Staaten-Lösungen, Verhandlungen zu führen und so weiter. Nochmal, was meint er damit? Ja, ich hätte es anders ausgedrückt an dieser Stelle. Wir sind im Gespräch mit den israelischen Partnerinnen und Partnern. Diplomatie erfüllt hier auch eine wichtige Rolle im Hintergrund, was das angeht. Sie hatten ja auch Heiko Maas eben angesprochen, der ja hier nicht als SPD-Parteipolitiker auftritt, sondern als Außenminister, wo natürlich auch auf dem diplomatischen Parkett. Sind Sie zufrieden mit der Haltung und dem Anspruch auch an dieses Land, an das Außenministerium von Heiko Maas, wie er das in dem Fall jetzt auch macht? Naja, gibt es einen ernsthaften Zweifel daran, dass Deutschland an der Seite Israels in diesem Konflikt steht? Haben Sie ein Zitat, wo Sie sagen würden, das ist nicht klar Zitat und deutlich nicht, aber wo ist die ernsthafte Initiative? Wo, frage ich den außenpolitischen Sprecher der Grünen. Wie sehen Sie das? Ich muss einen Satz vorschieben. Wir haben viele Streitpunkte innerhalb der Parteien, aber dass die demokratischen Parteien dort einhellig klar sind bei der Frage Staatsräson, Sicherheit Israels ist Teil der Staatsräson. Ja. Das sollte nicht von all dem Streit überdeckt werden. Das ist das Wichtigste. Das ist kein Thema, mit dem man einander mit Angriffen überziehen sollte. Ich glaube schon, dass es dringend notwendig wäre, dass die europäischen Staaten und natürlich dann auch Deutschland jetzt beherzt sich dran setzen, auch hinfahren. Ganz ehrlich, bitte können wir mal klar reden. Wir stellen uns hin und drücken ein ums andere Mal, und das tun wir übrigens auch bei den Szenen in Gelsenkirchen, drücken Besorgnis aus. Es tut mir leid, das ist zu wenig. Wir stellen uns hin und drücken Besorgnis aus. Ja, das reicht nicht, da muss man hinfahren. Und sagen, darüber wird zu reden sein. Da muss man jetzt hinfahren. Aber das ist jetzt auch keine Frage der Außenpolitik. Ne? Also das ist ja genau das, was... Gelsenkirchen nicht. Richtig. Wobei, wenn ich einen Satz zu Gelsenkirchen sagen darf, weil da ein Riesenproblem dargestellt wird. In Gelsenkirchen gab es ja einen Vorwurf an die Polizei, warum sie die Demo nicht aufgelöst haben. Der Grund, wenn man mit den Leuten dort redet, mit dem Einsatzleiter redet, mit den Polizisten und Polizisten, sie waren zu wenige. Wir haben nach 1,5 Jahre nach Halle immer noch zu wenig Leute, die einfach Einrichtungen, Synagogen schützen.
Und das ist nicht jetzt keine Ländergeschichte, das ist überall dasselbe. Die Polizistinnen und Polizisten werden alleine gelassen und die haben die Demo nicht so schnell aufgelöst, sagen sie, weil sie Angst hatten, dass in dem Augenblick, in dem die Demo aufgelöst wird, die Angriffe von verschiedenen Seiten kommen und die hatten nicht genug Leute, um das Gebäude zu schützen. Ich würde jetzt gerne. Und deshalb ist im Übrigen, wenn wir anfangen. Wie nennen wir das? Selbstaufgabe oder wie nennen wir das? Ich glaube, das ist einfach kein Vorwurf an die Beamten, ne? Sondern nein, richtig sicher nicht. Wir als Politik haben in den letzten eineinhalb Jahren davon gesprochen, dass wir jetzt viel mehr tun müssen. Aber eineinhalb Jahre später gibt es einfach immer noch zu wenig Personal, um Synagogen zu schützen in diesem Land. Und das ist schlicht beschämend. Und genau bei der Außenpolitik dasselbe. Es reicht nicht einfach zu sagen, jetzt ist das oberste Ziel Waffenstillstand, dafür muss man was tun. Und ich wünschte mir, Steinmeier hat das in der Ukraine immer vorgemacht. Immer wenn es gebrannt hat, hat er ein paar andere Außenminister der Europäischen Union sich geschnappt und ist hingefahren. Fischer hat es auch gemacht und viele andere. Das ist eigentlich jetzt die Stunde, in der das, das machen muss. Das ist die Stunde, in der man hinfährt und es vor Ort versucht, so hinzuwirken, auch im Übrigen auf die Ägypter, auch auf die Kataris im Übrigen, die ganz viel mit der Hamas zu tun haben, damit jetzt einfach diese Raketen die nicht... Die Kataris, also, nur ganz kurz, welche Rolle spielen die mit Blick auf die Hamas? Die schicken Geld, Geldkoffer? Ich lese immer wieder... Die Kataris sind qua Gesinnung sehr verbandelt und ja, es gibt Geldflüsse, die aber sehr, sehr klar sind, die man kennt, die auch die Israelis lange schon kennen und die haben auch bis zu einem gewissen Grade einen humanitären Sinn, aber halt bis zu einem gewissen Grade und die Ägypter sind halt die anderen Nachbarn von Gaza und die sind diejenigen, die auch die Tunnelsysteme beispielsweise versucht haben, die letzten Jahre lahmzulegen und deren, ich will jetzt nicht sagen Einfluss auf die Hamas, die Ägypter haben keinen Einfluss auf die Hamas, aber dass sie mehr einwirken können auf das, was in Gaza passiert, als andere, die weiter weg sind, ist glaube ich, bekannt. Fragst du deswegen, weil Hamas hat, glaube ich, historisch was mit der Muslimbrüderschaft. Ich bin weit davon weg, Heiko Maas per se heilig oder selig zu sprechen. Ich hätte viel Kritik an Heiko Maas, aber an einer Stelle, und da muss ich ihn jetzt mal in Schutz nehmen, muss ich da Einwände erheben. Also Heiko Maas ist nun jemand, der von sich sagt, ich bin wegen des Holocaust in die Politik gegangen. Das war mein Antrieb, Politiker zu werden. Das ist hinterlegt und ich glaube auch, dass das seine erste Äußerung als Außenminister die große Wahrnehmung in Israel auch erfahren hat. Und dann, finde ich, gehört zur Fairness auch zu sagen, also es sind, ja, Deutschland ist kein unwichtiges Land auf der Welt, Gott sei Dank, ist auch schön so, aber es beißen sich im Moment andere größere Länder, auch die USA und auch unmittelbare Anrainerstaaten, alle Zähne dabei aus, hier mäßigend oder irgendwie konstruktiv einzuwirken. Also eine und deshalb schreiben wir Presseerklärungen und sonst nichts. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Nein, aber ich meine, jetzt, wenn Sie mich schon herausfordern, Joschka Fischer hat seinerzeit als Außenminister, als es diese schrecklichen Anschläge in Tel Aviv gab, auch sein Glück versucht, das war auch aller Ehren wert, dorthin zu fahren in einer Art Pendeldiplomatie. Er kam, glaube ich, zufälligerweise, weil er eh in der Region war, in diese Rolle oder hat diese Rolle gesucht. Und am Ende muss man sagen, ist er damit gescheitert. Also das ist keine Schande. Ich gebe Ihnen natürlich völlig recht, Pressemitteilung alleine, damit ist es nicht getan. Aber bei Heiko Maas, irgendwas Untätigkeit oder eine falsche Haltung zu unterstellen, das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Ja. Was, es ging nicht um Heiko Maas, es ging um die Europäische Union an und für sich. Genau. Wir als Europäische Union, wir machen da einfach nicht ausreichend. Und am Ende des Tages gab es nicht mal eine klare Verurteilung dessen, was die Hamas macht. Die europäischen Außenminister haben sich darauf nicht einigen können. Und tut mir leid, da fällt mir nichts mehr ein. Das ist einfach nur eine Bankrotterklärung. Du weißt auch, die Kunst der Diplomatie ist manchmal auch, dass Dinge in so Erklärungen nicht passieren. Ich möchte nicht wissen, und zwar egal, ob es Heiko Maas ist oder jemand anders, wie Erklärungen der europäischen Außenminister zu Fragen rund um den Staat Israel aussehen würden, wenn da nicht eine deutsche Stimme mit drin wäre, die dort einwirkt. Genauso, ohne zu tief reingehen zu wollen, letzte Woche passiert. Ja, da sind im internationalen Raum, machen wir uns nichts vor, hat Israel wenige Freunde. Das ist ja das, was wir in den Vereinten Nationen seit Jahr und Tag sehen, wo dreimal die Woche zu jedem noch so absurden Thema irgendeine Verdammung und Verurteilung von Israel stattfindet, während die Menschenschlechter dieser Welt sich zum Teil seit Jahren nicht verantworten mussten vor der Staatengemeinschaft. Das ist der Rahmen, in dem wir uns dort erstmal bewegen.